Das Grenzgebiet zwischen Limburg und Brabant ist ausgesprochen nass. Es war einmal mit Hochmoor und Feuchtheide bedeckt. Nur an trockeneren Stellen gab es einige Dörfer. Es triefte vor Wasser und im Moor entsprangen Bäche. In diesem fast unbewohnbaren Gebiet wurde früher eine schwer umweltverschmutzende Zinkfabrik gebaut. Einst wurde das ganze Gebiet entwässert und auch der Tungelräusche Bach wurde angepackt. Aus dem sich schlängelnden Bach wurde ein gerader Kanal. Jetzt wird er renaturiert. Der Bach darf frei in einem breiten Bett meandern, seinen Lauf verlegen und Steilufer bilden. Am Rande keimen schnell die ersten Birken, Eichen und Weiden, die sich zum Auwald entwickeln werden. Der Bach ist auch wieder sauber. Das Bachsediment wurde gereinigt und die Verschmutzung durch die Zinkfabrik gehört der Vergangenheit an.